Was geht ab, Freunde? Willkommen zurück zu einem neuen Video auf unserem Kanal stickerpoint.de und heute öffnen wir, weil das letzte so gut bei euch angekommen ist und es auch richtig geil war, direkt nochmal ein komplettes 36er Display Drachenwandel. Wie gehabt, wir haben ja jetzt schon eins geöffnet und wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, schaut es euch an. Ich werde versuchen, hier nicht zu spoilern, beziehungsweise vielleicht dann am Ende des Videos, aber jetzt am Anfang wird nicht gespoilert. Schaut euch auf jeden Fall an, was wir in dem ersten Display gezogen haben. Zu krank, ich sag's euch. Und ja, schau, deswegen bin ich umso mehr gehypt auf das zweite Display, was wir hier liegen haben. Und ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lange rum, sondern gehen einfach direkt auch rein in das Display, reißen hier die Folie ab, schönes Ziel, Display, Drachenwandel, Folie kommt an die Seite und hier sind sie, 36 wunderschöne Booster, 36 Stück an der Zahl, Freunde, ihr kennt ja das Spielchen schon, wir öffnen heute 18 und im nächsten Teil 18 und ich würde sagen, wir fangen heute mal an mit der rechten Seite. Stellen die andere Hälfte vom Display mal weg und haben hier die wunderschönen Booster 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 Stück an der Zahl und ja, ich bin ziemlich hyped und deswegen gehen wir auch direkt rein ins erste Pack. Also ein bisschen Platz machen. Und ja, mal schauen, was uns erwartet. Wir haben eine Feuerenergie. Ich muss ein bisschen hier rüber. So bin ich, glaube ich, ziemlich mittig. Eine Feuerenergie, ein Mebrana, ein Tentoxa, das Glückseis, Leufeo, ein Kindwurm, Yorkliff, Samurzel, Pikachu, ein Traumato Reverse. Und unsere erste Rare ist eine Holo-Karte. Und zwar Galactors. Sehr nices Artwork. Gefällt mir richtig gut. So kann doch ein Display starten. Mit einer schicken Holo. So, Karten, ja, kommen hier an die Seite. Ein bisschen Platz machen. So, nächstes Booster. Geht auf und wir sind natürlich hier weiterhin auf der Jagd nach alternativen Artworks oder ähnliches. Rayquaza, Nachthara, Dragoran. Dragoran würde ich persönlich sehr gerne ziehen, weil es richtig süß aussieht. Und, aber allgemein irgendeines der Evolutions. Nachthara, Felinara, Aquana, ich weiß gar nicht, wie es hier alles drin gibt. Fulipurba. Alles, ihr wisst es glaube ich selber, wir haben hier einen Vati Reverse und dahinter ein Branavat. Ich glaube, ihr wisst selber, was hier alles so drin sein kann. Und deswegen ist dieses Set auch für mich persönlich richtig, richtig geil. Das ist also mein absolutes Lieblingsset bis dato, was dieses Jahr erschienen ist. Beziehungsweise aus der Schwert- und Schild-Reihe. Weil so viele geile Artworks hatten wir glaube ich schon lange nicht mehr. Ja, wir haben hier eine Aroma Lady Reverse und dahinter ein Tropius. Ja, komm Freunde, da müssen jetzt mal ein paar Hits kommen hier. Auf geht's Display, enttäusche uns nicht. Ein paar Displays, paar Hits wollen wir hier ziehen. Und wir haben hier eine Pflanzenenergie, ein Pyroleo, Terribark, Shopping Center, Leufeo, Schallquapp, Hippopotas, ein Zorokex, Datiri, Duodino, Reverse und dahinter ein Drapfel. Ich muss mal gerade hier die Uhr abziehen. Schreiben gerade so viele, bevor ihr noch WhatsApp-Nachrichten lesen könnt. So, bislang noch keinen richtig dicken Hit gehabt. Aber ich bin mir sicher, die kommen noch. Die werden noch kommen. Haben wir den Elementarorden, den Tauschbecher, Castellit, Tentara, Datiri, Nocturne, Hopspross, Capuno, Lombrero Reverse und dahinter haben wir unsere erste V-Max, ein Glaziola.
Sehr, sehr schöne Karte. Glaziola V-Max. Mit einem relativ vernünftigen Centering. Auf der Vorderseite, ja, hinten Left to Right ist ein bisschen off, das sieht man. Aber das schadet dem Artwork gar nicht. Richtig schöne Karte. Glaziola. Unser erster V-Max-Hit. Ich glaube, Glaziola gibt es auch in einem alternativen Artwork. Es wurden ja nur ein paar rausgenommen von Eevee Heroes. Ich weiß aber gar nicht so genau welche. Ich glaube, das Flamara gibt es nicht im Deutschen zu ziehen. Aber ja, Glaziola V-Max hier. Wir werden einfach sehen, was wir hier noch bekommen werden. Auch richtig viele schöne Rainbow-Karten, die wir hier drinnen ziehen können. Also allgemein ein richtig geiles Set. Und dahinter haben wir auch die Rainbow schon. Nachtara V-Max Rainbow. Unsere erste Secret Rare. Oh mein Gott, richtig schöne Karte. Nachtara Rainbow. Sehr, sehr nice. Oh yeah. Nachtara, richtig cooles Pokémon. Für mich eine der coolsten Evolutions, sag ich mal. Und dann jetzt hier schön als Rainbow-Karte. Sehr geil. Das ist auf jeden Fall ein dicker Hit. Das ist auf jeden Fall ein dicker Hit. Ich will schon den Code wegschmeißen. So, was haben wir hier im nächsten Booster? Eine Stahlenergie, ein Hubbelupf, das Sturmgebirge, Traumball, Enton, Zoroark, Hippopotas, Litomit, Libiscus, Milotic, Reverse, auch nice. Und dahinter ein Fiaro. Bei Milotic finde ich es ein bisschen schade, dass es keine Holo-Karte geworden ist. Milotic Holo hätte ich persönlich richtig cool gefunden. Aber ja, so ist das nun mal. Wir haben hier eine Psychoenergie. Ein Lombrero, Fletiamo, Draschel, Barschwa, Zurukex, Traumato, Voltilam, Litomit, Datiri, Reverse und dahinter haben wir ein Lusadin. So, drei Hits bislang könnten jetzt, so langsam könnte nochmal wieder eine Holo-Karte kommen. Oder ein alternatives Artwork natürlich. ich überlege gerade, ich weiß gar nicht. Raichu-Holo. Raichu-Holo wäre heute so von den Holo-Karten her mein Ziel. Ja, als Pikachu- und Raichu-Sammler, Evoli auch sehr nice. Wäre das natürlich hier die Holo-Karte, die wir ziehen möchten. Und wir haben hier ein Pinsir. Okay, wir dürften so ja bei der Hälfte angekommen sein. Halbzeit, sage ich mal. So. Nächstes Booster. Vier Karten nach vorne. Wir haben eine Psychoenergie. Fletiamo, ein Draschel, Elementarorden, Nocturne, Wommel, Evoli nochmal, Leufeo, Shaikwap, Litomi Reverse und dahinter nochmal Milotic. Und jetzt stellt euch die Karte einfach mal mit so einem schönen Holo-Effekt vor. Aber leider hat die Pokémon Company da nicht mitgespielt. Hätten sich wahrscheinlich gedacht, wir haben genug schöne Artworks. Ich hau mal einen Code für euch raus. Ja, wir haben genug schöne Artworks, da braucht Milotic nicht auch noch eine Holo-Karte bekommen. Nehmen wir einen Mebrana, die Seelenmaske, Knapfel, Pikachu again, Wommel, Evoli, zum dritten Mal in Folge mit dem Rayquaza-Dude hier, mit dem Rayquaza im Artwork, den wollen wir auch noch ziehen. Seelenmaske und dahinter ein Branawatz. Rayquaza ist natürlich auch eine der Wand-Karten aus dem Set. Egal ob die V-Max oder die V oder halt die normalen Karten. Einfach nur Rayquaza. Wir haben hier eine Kampfenergie. Castellied, Ursaring, Lanturn, Leufeo, Wablu, Flabébé, Kiesling, Aktip, ein Pumpkin Reverse und dahinter ein Schlapfel als Normal Rare.
Na, 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 wo verstecken sich die Hits? Kommt heraus, ich finde euch sowieso. Wir haben eine Elektroenergie. Iro-Keks, das Glückseis, hat uns noch nicht so viel Glück gebracht bisher. Wobei, wir haben eine Rainbow gezogen. Ein Kanimana, Aktib, Kleptifuchs, Hippopotas und ein Dressella. Junge, 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 das ist noch nicht so das Wahre. Aber wir haben ja noch einige Booster vor uns. Auf der Jagd nach dem grünen Drachen oder nach dem orangenen Drachen. Dragoran haben wir ja auch hier im Set. Bundlebee, den Boost Shake, Tentara, Datiri, Nocturne, Hoppsprost, Bashwa, Marshadow Reverse und oh, wir haben den Hit. Golgantes V. Okay, den hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm. Aber den guten Boy haben wir auch noch hier drin. Golgantes V, unser nächster Hit in diesem Display. Na, der kommt mal hier oben mit hin. Das Nachtara bleibt mal schön allein hier liegen. Wir haben noch vier Booster-Freunde. Sind hier ja, relativ schnell durchgehasselt, sage ich mal. So eher so ein Sprint. Die ersten 18 Booster. Aber ich denke, das ist für euch auch in Ordnung, denn ihr seid ja hier, um die geilen Hits zu sehen und nicht die Common- und Uncommon-Karten euch tausendmal anzugucken. Aber wir haben hier ein Terrybark Reverse und. Trikefalo Holo. Auch das eine sehr, sehr coole Karte. Sehr, sehr geiles Pokémon, Trikefalo. Der Drachentyp passt halt so richtig auch zum Artwork. Die Karte sieht für mich einfach stimmig aus. Das passt einfach. Trikefalo, unsere nächste Holo-Karte. So, drei Booster noch. Ziehen wir hier noch einen dicken Hit oder heben wir uns die für den zweiten Teil des Displays auf? Das ist hier die Frage. Immerhin Wasserquill, Hippoteros, Schneeblattorden, Kindwurm, Irbis, Tentacher, Emolga, Yorklef, Schlapfel Reverse und nochmal ein Lursadin. So, vorletztes Booster. Wir brauchen noch einen dicken Hit. Kommt schon. Wir haben Amalias Entschluss, Duodino, Schleifenorden, Cottini, Canyana, Irbis, Kapuno, Lampi, Shycrab Reverse und dahinter ein Bisbarg. Also auch das, ja. Nicht so das Wahre, aber hier ist jetzt wahrscheinlich der Big Hit drin im letzten Pack, was hier so ein bisschen verhunzt noch drinne hing im Display. Das ist jetzt wahrscheinlich der Big Hit drinne. Dann auch noch wahrscheinlich schön in der schlechten Qualität. Und ich sehe. Seht ihr das? Es ist, wie ich es gesagt habe. Wir haben einen Duodino, Mac, Schneeblattorden, Lilmine, Lampi, Datiri, Libiskus, Cottini, die Schatzenergie und wir haben, es ist auf jeden Fall keine Secret Rare, Pflanzenschwäche. Nachtara wie im alternativen Artwork. Nachtara ist uns einfach gegönnt. Sehr, sehr geil. Nachtara, alternatives Artwork. Richtig sexy diese Karte. Oh mein Gott. Mega. Nachtara V und V-Max. Und hier ist vor allem das Centering von der Karte richtig gut. So augenscheinlich jetzt auch hinten richtig gut. Allgemein sieht die Karte nicht schlecht aus.
von der Qualität her. Oh mein Gott! Und ja, wir sind am Ende angekommen und jetzt kann ich, glaube ich, den Spoiler bringen, wenn überhaupt noch jemand da ist. Wir haben jetzt nach Tara wie alternatives Artwork, wir haben das nach Tara wie Max und wir haben im ersten Display das nach Tara wie Max alternatives Artwork gezogen, die Secret Rare. Das heißt, wir haben die Reihe voll gemacht. Wir haben alle Special Cards von nach Tara gezogen. Die normale V-Max hatten wir, glaube ich, auch im ersten Display. Fehlt eigentlich nur noch die normale V. Die normale V-Karte fehlt noch. An dieser Stelle bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank fürs Reinschauen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da auf den ersten Teil und schaltet wieder ein beim zweiten. Hier warten noch einige Hits auf uns. Da bin ich sicher. Und ja, Freunde, vielen Dank. Bis dahin. Ciao.